Herzlich willkommen zu einem weiteren Platz des Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Weiter geht's. Oh, danke, Nancy. Bonne journée. Dieser französische C'est bon, Tessa. tout est prêt. Magnifique, merci. Magnifique. Das ist für Sie unser wichtigstes Handwerkszeug. Ihr Kommunikator. Schalten Sie ihn ein, ist raffiniert. Ah. Wunderbar. Jetzt haben wir unser Navi. Haben Sie eigentlich bemerkt, dass die Sicherheit hier etwas lax ist? Ihr Kommunikator ist nämlich ein Universalschlüssel. Also, ich finde die Frauen eigentlich ganz gut gemacht, nur leider zu Tossi-like. Lalalalalala. Aber hat auf jeden Fall einen geilen Körperbau, geilen Hintern. Sehen Sie dieses blinkende Symbol? Sie sind mit dem Aufzug verbunden. Ich überlasse Ihnen die Ehre. Unser Ziel ist das Sample 17 Studio, zweiter Stock. Ah, das darf ich dann selbst auswählen. Sample 17 Projekt. Bereit? Dann los. Ah, unser Boss Olivier Gano, unser CCO. Ich stelle Sie vor. Bonjour. Salut, Melanie. Ça va bien? Oui, merci. Oh, Mann. Kennen Sie den neuen? Hat heute angefangen. Bisher nicht. Bonjour. Welches Projekt? Sample 17, die Kennwell-Linie. Hazen, Connell. Edward, der Pirat. Ah, ahoi, Matrose. Darf ich dir meine hauen? Willkommen an Bord. Melanie, kann ich Sie kurz in Ihrem Büro sprechen? Ich mache das nur schnell fertig und wir sehen uns in 5 Minuten. C'est bon. War mir ein Vergnügen. Also, das ist die Sample 17 Etage. Hier tauchen wir in die Erinnerungen ein. Hauptnotiz weggesnackt. Wir nehmen nur die besten Stellen aus seiner DNA. Und hoffentlich können wir eines Tages ein paar fantastische Erfahrungen daraus schmieden. Diese Beine gehören John, einem der IT-Magier. Er repariert gerade was für Sie. Nicht repariert, kalibriert. Kalibriert, okay. Nun, da wären wir Ihre eigene Animus Workstation. Sie gehört Ihnen. Setzen Sie sich hin und finden Sie gutes Material. Brauchen Sie Hilfe oder Tipps? Der Animus enthält eine Reihe von Tutorials, die Ihnen weiterhelfen. Ich sehe Sie dann später. Viel Spaß. So, so. Da. Zu dem hier. Zu dem Jungen hier. Also wenn der kalibriert, ich hoffe da unter dieser Haube ist Garrus. Nö. Ist er nicht mal. Man erkennt einen hässlichen Menschen. Naja. Denn jeder, der Mass Effect kennt, weiß, dass Garrus der Kalibrierungsmeister ist und kein anderer. Reparieren von mir aus, aber nicht kalibrieren. Also, dann werden wir doch mal weitermachen. Willkommen zu Animus Omega, Abstergo Entertainments proprietäres Erinnerungserforschungsprogramm. Sollten Sie Fragen, Kommentare oder Bedenken haben, was die Bedienung der Animus-Konsole angeht, wenden Sie sich bitte an Ihre Projektleiterin Melanie LeMay. Sie wurden als Mitglied des Sample 17-Projekts angemeldet. Ihr wichtigstes Forschungsziel ist Edward James Kenway, geboren am 10. März 1693, Swansea, Wales. Kalibrierung beendet. Alle Signale normal, alle Systeme optimal, extraneurale Transmitter aktiviert. Werden wir noch sauber angeschlossen hier? Richtig so. Assassin's Creed Black Flag. Echt geiles Opening. So. Ah, die
lebendiges Havanna. Ich war schon einmal hier. Ein sehr zweifelhaftes Vergnügen. Naja. Jeden das seine, oder? Kennst? Nein, nein, nein. Ich will nur freundlich sein. Ich möchte nicht wieder für einen Piraten gehalten werden. Stimmt. Markante Schurken wie du müssen Acht geben. So geil. Na dann. Na dann, auf geht's, auf in die neue Stadt. Verrückt, dass England und Spanien vor 2 Jahren noch im Krieg waren, oder? Hier bin ich und handle mit Spaniern, als wären es meine Vettern. Stimmt was nicht, Duncan? Nein, gar nicht. Sand in der Kimme. Wo ist die beste Absteige in der Stadt? Ich sterbe für ein Nickerchen. Oder Siesta besser gesagt. Ich bin auf dem Weg zu einer Gaststätte, um Händler zu treffen. Ich könnte euch den Weg zeigen. Dann geh vor. Ich hoffe, ihr verweilt, während ich dem Treffen beiwohne. Es würde mich beruhigen, einen Mann eurer Statur in der Nähe zu haben im Falle eines Missverständnisses. Ich kann gerne bleiben. Vielleicht trinke ich was. Bestens. Ein Umtrunk. Nun, die haben kein Herz für Piraten hier, oder? Ich frage mich, wie viele Real die gestohlen haben, um so zu enden. Ihr kennt diese Frauen doch nicht. Nein, sie verlangen Geld für dieses Privileg. Ein paar Dutzend Real für jede Stunde Bekanntschaft. Interessiert? Nein, um Gottes Willen, ich bin ein vermählter Mann. Vermählte Männer sind ihre Stärke. Aha, hier ist ein Lieferant für persönliche Waffen. Ich sollte mir eine Klinge besorgen, Duncan. Eine, wie ihr habt. Das rostige Messer ist kaum der Rede wert. Auch dann komme ich mir vor wie ein Schoßhund, wenn ich euch so nachlaufe. Vielleicht wäre ein kleiner Dolch angemessen. Mal sehen, was er anbietet. Du bist vielleicht ein kleiner Schoßhund. Vielleicht kaufe ich auch ein Schwert und wir steigen beide im Rang. Oh, wir werden ein tolles Team, wir zwei. Teufelskerle. Dann leih mir ein paar Real, Mann. Ich hab dich gerettet. Ja, natürlich. Danke. Ich hab zwar schon genug Real, aber okay. Schwertsets. Aha. Ich muss mir das kaufen. Na dann. Das passt schon viel besser. Wie lief's bei dir? Es hat nur für ein kleines Messer gereicht, leider. Doch, im Zweikampf kann's helfen. Oh, Herr Jemine. Ich hab uns in die Irre geführt, Duncan. Das macht nichts. Ich verschaffe uns einen Überblick. Wonach suchen wir? Ach, eine Taverne mit einer Art Biergarten. Na dann, holen wir uns mal kurz einen Aussichtspunkt. An jedem Finger ein Haken. Daran erkennt man den echten Seemann. Ja, klar, ist klar. Nur weil er Seemann ist, kann er so... So, das wäre mir in AC Unity nie passiert. Nie. Nie. Nö. Ich sagte doch, es fängt wieder an. Und hier bimmelt was. Gerade keine Zeit. Ich muss mir... Ah, dort. Ich darf nicht sofort runter. Na, bitte. Funktioniert doch. Ist das jetzt umständlicher? Funktioniert. Wie gesagt, ich muss mich da komplett neu einstellen. Ich glaube, ich sehe die Schenke. Nicht mehr weit. Halt durch! Kann ich von hier runter? So schon, ja, aber ich dachte... Ich kann nicht atmen. Halt, oder ich brech dir die Knie, wenn ich dich kriege. Jo, wir brechen dir die Knie. Und nicht nur das. Gleich hab ich dich, du Hundsfort. Du bist viel zu langsam, Junge. Nicht mehr lange.
Ja, nicht mehr lange. Viel zu langsam. Ich will dich nicht in den Hafen jagen. Nein. Du hast den Falschen beraubt, Mann. Ein Mann mit gefährlichen Freunden. Das ist so. Oh Mann. Immer dieser Billigen. Was? Danke! Bei Zeus, ihr lebt noch. Natürlich lebe ich. Der Knilch war kein Problem. Ah, ja. Ah, wir sind am Ziel. So läuft das. Lass dir Zeit, ich warte hier. Was denn, ein Waliser hier mitten im Kanakenland? Bin auch Engländer. Und schlag die Zeit tot, bis der nächste Krieg mich wieder ruft. Zum Glück hat King George einen Pisspot wie dich unter seiner Flagge. Oh. Schlingel! Dein Gesicht kenne ich doch. Du gehörst zu den Piraten unten in Nassau. Halt dein volllautes Maul, sonst stopfe ich es dir, verstanden? Edward, oder? Oh, was für ein Headshot! Da der Bogenmann! Ich hab ihn gewarnt! Oh, nö, Alter! Jetzt hast du schon die Nase blutig! Du willst keine Abreibung? Ich geb dir einen! Ich hoff's doch! Au! Na kommt, Leute! Ich hab Vögel mit dickeren Armen gesehen! Sonst noch was? Na dann. Ihr fliegt im Chor. Aha. Ey, was für Karate-Tricks. Ah, ich darf jetzt endlich. Da! Und jetzt nochmal. Komm. Geht doch! Sonst noch wer? Eine! Na komm! Na komm! Na bitte! So ging nur ein bisschen die Nase zu Bruch. Ihr lasst mich doch nicht allein! Ich hol dich ein! Perro Inglés! Rauchbombe! Ey! Ey! Ach, funktioniert doch. Tut mir mal sorry. Ich muss da durch. Yeeha, Geronimo! Und endlich nicht mehr immer abgeschossen werden. Jo, ich freue mich. Ja. Mach du von mir aus. Schnauze. Ich muss da mal weg. Komm. Nein. Au. Nein. Wieso? Nein! Ich renne hier durch die Stadt wie ein Bekloppter. Hey, und ich würde mal sagen, ich beende hier mal Straight in Part. Bis zum nächsten Mal.